Jetzt haben wir so einen schönen Moment gehabt. Wir bereiten uns gerade vor auf einen Yoga-Beitrag, ja, wo es um Yoga mit Hunden geht. Und zwar hier, weißt du doch. Achtung, Bertha, Sitz. Oh Gott. Oh. Ein Welpe, der auf live führt. Im Fernsehen. Das ist der herabschauende Hund jetzt quasi. Ja. Wenn Sie ein Hobby suchen, ist ja gerade ein bisschen schwierig. Billard spielen ist nicht möglich, irgendwie Fitnessclub auch Quatsch. Was machst du, wenn du ein Haustier hast? Yoga. Aber mit Hund Doga. Doga. Ne? Jo. So sieht es also aus, wenn Frauchen und Hund Yoga machen. Das ist übrigens der sogenannte dreibeinige Hund. Und das sind Mops Lotta, Zwergpudel Tammy und Chihuahua-Dame Maggie. Man könnte Doga albern finden, aber es macht Hund und Besitzer offenbar glücklich und auch fitter. Das möchte auch Isa mit ihrer Maggie ausprobieren. Die Chihuahua-Hündin ist 5 Jahre alt und für einen Chihuahua sehr ruhig. Ganz im Gegensatz zu ihrem Frauchen. Denn die auszubildende Isa ist ein echter Fitnessfreak und selbst Fitnesstrainerin. Doch bei aller Liebe, sportlich kommen die beiden einfach nicht zusammen. Ich mache wirklich gerne Sport und mein Hund ist halt das komplette Gegenteil. Also mein Hund ist eher ruhig und chillig und ja, da kommen wir nicht so ganz auf einen Nenner, was unsere Freizeitaktivitäten angeht. Im Internet ist Isa auf die beiden Hamburgerinnen Jenny und Jasmin gestoßen. Sie bieten Doga an, das tierpsychologische und spirituelle Komponenten verbindet. Die beiden wissen, dass einfache Übungen helfen können, wenn es hakt zwischen Hund und Mensch. Wir machen die Yoga-Übungen für den Menschen. Das ist uns nochmal ganz wichtig klarzustellen. Es geht also nicht darum, dass wir dem Hund etwas beibringen, sondern ganz normale Yoga-Übungen mit dem Halter machen. Und der Hund kann als zusätzliches Gewicht oder einfach auch nur als mentale Unterstützung mit in die Übungen integriert werden. Besonders Frauen, die wegen ihres Hundes keinen Sport machen können, außer vielleicht Joggen, nehmen Doga gerne in Anspruch. Jenny und Jasmin ist das Verhältnis der 2- und 4-beinigen Teilnehmer untereinander wichtig. Auf der Suche nach was bist du konkret mit Maggie zusammen? Ich würde halt einfach gerne im Alltag mehr Zeit mit ihr verbringen und vielleicht sogar einfach ein Hobby haben, was ich regelmäßig machen kann mit ihr und wo wir beide aber halt Spaß dran haben. Also dass da halt vielleicht ein bisschen Bewegung mit drin ist, aber halt auch was Ruhiges. Jenny und Jasmin sind keine Tierärztinnen oder Therapeutinnen, aber vielleicht hilft Doga trotzdem. Alle Hunde müssen geimpft, sozialverträglich, nichtläufig und auch ohne Leine führbar sein. Eine Stunde kostet 20 Euro. Los geht's. Herzlich willkommen auf jeden Fall zur Doga-Stunde heute. Schließt einmal bitte die Augen, richtet eure Wirbelsäule auf und rollt einmal die Schultern von vorne nach hinten zurück. Und zum Schluss der Stunde noch der dreibeinige Hund. Dann fahren alle runter. Tiefenentspannung macht sich breit bei Mensch und Tier. Ich genieße den Moment mit meinem Hund. Das ist immer eine sehr intensive Zeit, die im Alltag sicherlich sonst zu kurz kommt. Man gewinnt hier sehr viel Ruhe und die Atmosphäre ist toll. Mir bringt es Spaß, auch mich mit den anderen auszutauschen über Hundesachen. Das machen Hundebesitzer ja, glaube ich, ganz gerne. Da gehöre ich auch dazu und deswegen, ja, mit einem großen Glücksgefühl gehe ich jetzt hier raus. Und wie sieht's bei Isa und Maggie aus? Ich habe eine ganze Menge ausprobiert, also gerade so aktive Sachen wie Agility wollte ich eigentlich machen. Das war aber alles nicht so ihrs und das hat man auch sehr, sehr schnell gemerkt. Ja, es ist wirklich toll. Also ich habe das Gefühl, es wird alles zwischen uns auch wesentlich enger. Also Maggie schläft ja schon bei mir im Bett und wir sind ja schon sehr innig. Ein glückliches Hundeleben braucht eben auch ein glückliches Frauchen.